Hey Hallöchen, ich zeig dir heute etwas, das essen wir sehr oft und eigentlich ist es gar nicht so ein richtiges Rezept, ja? Aber das gibt es eben auch mal öfter und das ist High Carb und Low Fat. Geht schnell, man kann es super vorbereiten und währenddessen etwas anderes tun und deshalb zeige ich dir das jetzt sehr familientauglich. Und zwar habe ich mir einfach hier so ein Säckchen Kartoffeln, ich habe das schon aufgeschnitten und dann nimmst du dir die Kartoffeln und schneidest die in Viertel. So. Und dann kommen die auf einen Teller. Kannst sie auch noch abwaschen davor. Das sind Bio-Kartoffeln, also ich habe da kein Problem damit. Die sind nicht arg dreckig. Also wer es extra noch abwaschen will vorher, kann das machen. Ich mache das nicht. Okay, dann machst du den ganzen Teller so voll. Okay, also ich habe hier jetzt einfach auf eine feuerfeste Form gegeben. Das ist ungefähr 1 Kilo Kartoffeln, habe ich da jetzt, ja. Und dann würze ich mir die. Das kannst du auch beliebig machen, wie du das möchtest. Ich habe hier dieses Kräutersalz. Das ist eine Meersalzmischung mit Kräutersalz. Gebe ich mir da drüber. Und ein bisschen Pista-Pasta gewürzt. Das ist so ein bisschen wie Oregano und Thymian. Gib das darüber. Du kannst auch Kümmel drauf geben. Ich gebe jetzt da noch schwarzen Pfeffer dazu. Genau. Und das Ganze kommt dann in den Backofen. Also der Backofen, den habe ich am Vorheizen. Ich gebe da auch gern noch ein bisschen Paprika drüber. Genau. Und zwar lasse ich den Backofen ziemlich heiß werden. 220 Grad und gib die dann da rein, wenn da muss man auch nicht vorheizen, das ist vollkommen wurscht. Einfach rein. So, jetzt sind die hier drin. Und den gebe ich jetzt einfach mal so 20 Minuten, schätze ich. Schauen wir mal. Und dann piepst das. Also man sieht das, die kriegen dann einfach eine Farbe. Die sollten natürlich nicht richtig braun werden, sondern eine leichte Bräunung bekommen und dann sind die fertig. Und dann habe ich jetzt Zeit, was anderes vorzubereiten. Okay, bei mir gibt es jetzt etwas ganz Einfaches dazu. Sauerkraut. Und das gebe ich nur in den Topf, gebe etwas Gemüsebrühe dazu und ein Wacholderblatt, ein Wacholderbeere und ein Lorbeerblatt. Koch das auf und fertig. Also das mit dem Sauerkraut ist auch ganz einfach. Einfach die Packung aufschneiden. Sauerkraut hat nur eine Zutat. Ich mache das nicht frisch. Ja, ich kaufe mir das beim DM oder beim Alnatura, gebe das hier in den Topf, wenn es dann raus will, raus da rein. Yes. Und gebe ein bisschen Brühpulver dazu von der guten Gemüsebrühe. Ja, man hätte vielleicht auch ein bisschen größeren Topf nehmen können. Und das ist ja so lecker. Schmeckt auch roh super. Und ja, ich kann Sauerkraut vertragen mit meinem Morbus Crohn. Das klappt super. Also einfach ein bisschen Brühpulver dazu. Ups, das war jetzt vielleicht fast schon ein bisschen viel. Und dann gebe ich da Wasser drauf. Rühre das geschwind runter und dann ist das Sauerkraut fertig. Du kannst noch Wacholder dazugeben oder ein Lorbeerblatt. Habe ich alles nicht. Wollte ich da eigentlich reintun, aber nun ja. Ja, und das dann einfach schön köcheln, so 20 Minuten ist es auch fertig. Also Sauerkraut einfach kochen lassen, gucken, dass da genug Wasser, also dass das bisschen bedeckt ist. Wenn du so runtergehst, sollte da das Wasser rauskommen. Und dann lässt du das einfach so zugedeckt kochen. Ja, ab und zu schauen, ob noch genug Flüssigkeit drin ist. Also da braucht es kein Schweineschwarte oder so ein Schrott für Sauerkraut. Ja. Das schmeckt an sich einfach total lecker und ist gesund. Sauerkraut ist gesund. Scheibe schönes Bauernbrot dazu oder eben diese Kartoffeln langt als Mahlzeit. Oh ja, ich hatte das vegane Sauerkraut auf der Berg zuletzt gegessen. Ja, mein veganes Bergerlebnis, Veganer auf der Alm. Da gab es Sauerkraut. Es war auch abartig lecker. Und die haben das vegan gemacht. Sauerkraut, lecker. Okay, so sieht das dann aus. Ja, das ist richtig saftig, das Sauerkraut. Man hört das und die sind knackig.
Die sind richtig gut. Also die Kartoffeln, das ist wirklich ganz simpel. Und das Sauerkraut ist auch ganz simpel. Und ich wollte es euch einfach mal zeigen. Und jetzt im Herbst, hier ist ja gerade Weinlese, ist ja schon fast vorbei, gibt es viel Sauerkraut hier im Schwabeländle. Okay, ich sag tschüssi. Oh.